Hey ho, meine Lieben. Heute machen wir was total Beklopptes. Wir schmeißen ein ganzes Hähnchen einfach in die Sonne, ja, und warten, bis es fertig ist. Ja gut, einfach so schmeißen wir es nicht in die Sonne, aber vom Prinzip her. Weil heute wird das Sunflare Deluxe Solarofen-Kit getestet. Habe ich von www.sicherstadt.de zur Verfügung bekommen. Genau wie den Raketenofen. Und Leute, ich probiere das Ding jetzt echt aus. Ganz einfach, weil ich wirklich wissen will, ob das funktioniert. Brauchen wir sowas? Nicht unbedingt, aber haben ist besser als brauchen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wo wir überall nicht grillen dürfen, mit offenen Feuerkohlen etc. pp., wie zum Beispiel im Freibad, da dann sowas dabei zu haben, oder auch am Strand in Italien, darf man auch kein Feuer machen. Und da drin dann was Leckeres zu machen, warum nicht? Es reicht ja schon, wenn man das Ding ins Freibad mitnimmt zum Beispiel und wie ein Würstchen macht. Ja, das war bei uns nämlich immer so das Leibgericht, was wir im Freibad gegessen haben. Und wenn es da 2, 3, 4 Leute sind, ey, das summiert sich ganz schön zusammen. Aber ich würde jetzt sagen, packen wir das Ding mal aus, schauen wir, was da alles drin ist und dann legen wir auch schon los. Und um ganz ehrlich zu sein, ich tue heute auch bloß ein bisschen improvisieren, weil Kumpel ist wieder da, wir machen an seinem Auto weiter. Tja, aber jetzt packen wir das ganze Ding mal aus und gucken, was da alles rauskommt. Bedienungsanleitung kommt keine mehr raus, die liegt nämlich drin. Da habe ich nämlich schon ein bisschen geschmökert. So, hier haben wir ein kleines Thermometer, wo man mit reinstellen kann. Na. Not food safe, warm holding zone. Ja gut, Englisch. Raus. Leute, ich habe echt keinen Plan. Soweit bin ich noch nicht dazu gekommen, das Ding auszupacken. Aha, das ist der Ofen selber. Ich muss mich da auch erstmal schlau machen. Also hier ist ein Reißverschluss dran. Wenn man den hier jetzt zusammen macht, das wäre sozusagen dann unser Ofen, unser Sonnenofen. Den lassen wir gleich so. Was kommt noch raus? Backfläche und Gitter. Das stellen wir nachher innen rein. Auch gleich herausgelassen, das braucht man bloß eins rein theoretisch. Oder vielleicht auch zwei. Aha. Ach, ist das geil. Vielleicht gibt es heute noch ein Zubehör auch noch dazu. Was haben wir hier? Was ganz was platt ist. Ein Silikon-Falttopf. Gar nicht mal blöd für den Transport.
haben wir zwei Stück davon, sind hier drin gewesen. Zwei Backbleche noch. Hier haben wir eben noch einen Kochtopf, beziehungsweise in diesen Pott mache ich dann unser Hähnchen rein. So, dann tät ich mal sagen, suchen wir uns jetzt einen Sonnenblatt und stellen wir das ganze Ding gleich einmal in die Sonne, damit es sich ein bisschen aufheizen kann. Moment, käme auf mich. Also, wie gesagt, ich habe das Teil bekommen zum Austesten, Ausprobieren. 160 Euro mögen kein Pappenstiel sein, aber wenn es funktioniert, kann man damit echt Spaß haben. Und hey, dafür bin ich jetzt für euch da, um das für euch vorneweg schon mal auszuprobieren. Und genau das machen wir jetzt. Ofen in die Sonne. Dazu werde ich während dem Videoverlauf dann noch ein bisschen was dazu sagen. Man muss natürlich gucken, dass wenig Bewölkung bis gar keine Bewölkung ist. Ja, ein bisschen auf den UV-Index mit achten. Da gibt es aber Internetseiten, da kann man wunderbar danach nachgucken. Aber ich denke mal, keine Wolken. Und ansonsten sollte es heute auch passen. Das Ding soll man angeblich auch im Winter betreiben können. Ich lege jetzt los. So Freunde, ich hoffe, das ist jetzt alles immer schön richtig mit drauf. Wir schmeißen das ganze Teil jetzt einfach mal mitten in den Hof rein. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nachher nicht mit dem Auto drüber fahren. Stelle ich das Ganze jetzt einfach mal hier hinein und richten das in der Sonne so aus, dass hier wunderbar die Sonne reinknallt, ja, und genau hinterm Sandflair, ja, so 20 cm Schatten habe ich, glaube ich, gelesen, wenn ich das richtig entziffert habe, dass da halt der Schatten hinten ist. Wir wandern natürlich immer mit der Sonne mit. Dauer für das Hähnchen, ja, 3 Stunden. Schreiben Sie ja mal so circa, dass es dauert. Aber Leute, wir werden das jetzt sehen. Und auf gut Deutsch heizen wir das Teil jetzt einfach mal vor. Hier haben wir dann schon das Vögelchen. Könnte man ja so sagen. So, dann ziehe ich mal meine Handschuhe an. Also, ich denke mal, im Topf geht's rein. Ein bisschen drücken, ein bisschen pressen. Würzen tun wir das Ganze heute mit dem Gickers Würzer von Philips Smoker Barbecue Welt, hau mich tot. Smoker Grill und Barbecue. Und in den Silikontöppen werde ich nachher noch ein paar Kartoffeln klein schneiden und hier den Bratkartoffelwürzmischung drüber streuen. Und die werde ich einfach unten zum Testen mit reinpfeffern. Puh, ausprobieren. Mehr als nichts kann es nicht werden. Jo. Dann haben wir hier unseren Vogel. Also, wie ich schon gesagt habe, das machen wir heute alles total einfach. Ich nehme mal hier jetzt Erdnussöl, habe ich erwischt. Bloß ein bisschen Erdnussöl. Und gleich einmal das Vögele einmal ein. Also ich sage es gleich, eine knusprige Haut verspreche ich mir heute nicht, erwarte ich auch gar nicht. Wenn sie trotzdem knusprig wird, aber hallo, ansonsten, naja. Ich will jetzt einfach nur wissen, ob das wirklich funktioniert. So, das reicht dann schon. Das ist jetzt einfach mal, dass der Rapper ein bisschen besser hält. Ich bin echt so gespannt, ob das funktioniert. Unglaublich. Einfach ein Hähnchen in die Sonne schmeißen.
Ja. Dann wären wir mit dem Eumel hier schon fertig. Hinein. Deckel drauf. Und dann kann das auch schon in den Sanft leer. Offen sollte man nichts in den Sunflare unbedingt reintun. Wenn ja, muss man ab und zu mal rauswischen. Die Dämpfe, das beschlägt sich auf der Folie. Ja, und dann ist die Wirkung nicht mehr so groß. Gut, dann hole ich mir jetzt ein paar Kartoffeln, schneide die einfach ein bisschen klein, auch ein bisschen einölen und ab in die Silikonform. Wenn ich das soweit gemacht habe, hole ich euch wieder hinzu. Zum Testen, ja, habe ich jetzt eine ganze Kartoffel noch jeweils in die Mitte gesetzt. Einfach testen und ausprobieren. So, dann können wir hier die Deckelchen drauf tun. Und dann gehe ich mal hinaus zum Sunflare, schaue mir die Temperatur an und wenn es passt, schmeißen wir das Ganze in Sunflare rein. Und wie gesagt, ab und zu müssen wir halt dann den Ofen der Sonne entlang drehen. Dann hätte ich, oder dann gucken wir mal hier nach. Ja, Hölle. Hat das Ding jetzt tatsächlich schon über 100 Grad da drin? Ich glaube, ich spinne. Ja, ich glaube, das könnte wirklich funktionieren. Und wenn wir hier jetzt gucken, ist der Schatten auch schon wieder ein klein bisschen gewandert. Wir rutschen das Ding einfach wieder nach. Ja, dass wir hier einen schönen langen Schatten haben. Gut, dann hoche ich jetzt erstmal eine und schau, was der andere da hinten macht. Und danach holen wir das Hähnchen und die Kartoffeln raus. Ja, und wen es interessiert, was sonst hier so abgeht. Haha, mein Stefan beim Schleifen. Ja, du bist aber jetzt in einem Grillvideo, nicht auf dem Autovideo. Oder in einem Autovideo. Ja, wir machen dem sein Auto nebenbei. Okay, Leute, dann hole ich jetzt gleich das Zeug raus. So, dann stehen wir hier jetzt mitten im Hof, unsere drei Töppe. Stefan, wie spät haben wir es? Ach, ich sehe selber auf die Uhr. Wir haben es jetzt 20 nach 11. Also 3, 3,5 Stunden werde ich dem Ding mindestens geben. So, machen wir hier mal schnell auf, dass wir das Zeug da reinbringen. Also über 100 Grad hat es da drin. Stellen wir erstmal die unten rein, wenn ich sie da so reinkriege. Stefan, komm mal her. Halt mir mal bitte die Folie. Das ist mir wurscht, wenn du jetzt Schleifhände hast. Ja, genau, mit zwei Fingern. Das hier, Scheiße, geht da rein. Muss ich anders machen. Scheiße. Leute, das Zeug ist echt heiß. Das ist nicht bloß dahergeredet. Das Zeug hat Temperatur. Aber es kühlt auch heraus und ganz schnell wieder ab. Gut. Gespannt. Aber nachdem ich das jetzt schon gesehen habe, wie hoch das von der Temperatur geht, denke ich, könnte das funktionieren. So steht es dann hier. Wie gesagt, mitten im Hof, mitten in der Sonne. Und
dreieinhalb Stunden. Irgendwie sowas. Dann wäre es 12, 1, 2, 3. Ja, ich denke mal so gegen 3, dass wir unser Hähnchen verdrücken. Wenn es funktioniert. Ha. Und wer jetzt sagt, was hat das alles mit Barbecue zu tun? Nix und eigentlich doch eine ganze Menge. Aber um da jetzt auszuholen, hocke ich mich jetzt erst einmal gemütlich hin. Ach, so Freunde, zu meiner Aussage, was hat das mit Barbecue zu tun? Nix und doch eine ganze Menge? Sofort. Bevor ich hier jetzt austrockne in der Sonne. Cola aus der Glasflasche ist immer noch das Beste. Ja, es hat einmal nichts mit Barbecue zu tun. Wir haben kein Feuer. Das wäre jetzt das eine. Aber eine ganze Menge mit Barbecue zu tun. Was ist Barbecue? Barbecue ist Low and Slow Cooking. Also langsames und niedriges, langes Garen der Speisen. Und nichts anderes machen wir jetzt in dem Sonnenofen bei relativ niedriger Temperatur. Das Hähnchen garen. Und wenn das funktioniert, machen wir das nächste Mal da drauf Bratwürstchen. Und zwar beim Holzmachen draußen nebenbei. Okay, dann warten wir bis 2:30. Ja, 2:30. Irgendwie sowas. Gut. Wir warten es jetzt ab, bis es fertig ist. Jetzt habe ich den Sunflare noch leicht unterbaut, dass er einfach besseren Wirkungsgrad in der Sonne erzielt. Das kann man hinten immer hier an dem Schatten ganz gut erkennen, dass der ein bisschen länger dann ist. Und einfach ein bisschen Holz drunter schräg gestellt. Und lass mal wieder ordentlich hochheizen. So Leute, mit der Bastelei, Schafferei da hinten sehen wir natürlich dementsprechend aus. Und wir schnappen uns jetzt das Ding hier komplett so wie es ist und tragen es einfach mal am Tisch und dann gucken wir nach. Stefan, kommst du? Also, einer links, einer rechts. Und dann schleppen wir das Teil auf den Tisch. Da haben wir ihn stehen. Pack mal aus. Ja, Hilfe. Fliegen noch über die Cam drüber, über das Stativ. Und schauen wir mal, ob das was geworden ist hier drin. Riechen tut gut. 90 Grad. Tada! Okay. Wie gesagt, knusprig ist das Ding nicht. Grad Kerntemperatur. Ich glaube, das stellen wir nochmal in die Sonne. Geht vielleicht fast zu wenig. Schauen wir mal nach den Kartoffeln. Noch ein bisschen Würze vertragen. Also ich verlängere jetzt die Garzeit noch ein bisschen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Temperatur reinbringen. Müssen wir wieder neu ausrichten. Machen wir wieder zu. Dann suchen wir uns wieder ein sonniges Plätzchen. So Freunde, also 75 Grad Kerntemperatur war mir für den Vogel eindeutig zu wenig. Ja, ich glotze hier immer wieder mal auf mein Display, ganz automatisch.
80 Grad hätte ich gerne gehabt. Und hier im Hof ist mir jetzt die Sonne verschwunden. Fairer halber muss ich aber sagen, für den Sunflare. Ich habe ein paar Mal versäumt, das Ding gleich in der Sonne nachzurichten, das dem Sonnenverlauf zu folgen. Warum? Hinten der blutzbläde Golf. Gut, jetzt kommt mein Schatz, sie will den Vogel jetzt nochmal sehen. Und ja, ich denke, dann werde ich ihn ganz kurz nochmal auf den Gasgrill schmeißen. Mit dem Topf. Oder Topf. Ist ja kein Topf. Und dann sollten wir eigentlich gleich fertig sein mit dem Teil. Und hey, dann kann sie doch noch mitessen. Okay. Ich zeige es euch aber trotzdem noch dann. Genau. So, Freunde, die 80 Grad haben wir nicht mehr erreicht. Wie gesagt, ich hätte das Ding vielleicht doch etwas besser in der Sonne nachrichten sollen. Aber nichtsdestotrotz war das kein Fehlschlag. 75 Grad für den Riesengockel sind schon eine Ansage. Ich schmeiße das alles einfach damit rein und schmeiße das noch. Stell das noch auf den Gasgrill. Die Kartoffeln wären genießbar gewesen. Definitiv. Also es funktioniert schon. Man muss bloß dahinter sein. So, ab auf den Gasi noch eine Runde. Beide Brenner links und rechts an, bitte in direkter Bereich. Ihr wollt es noch sehen? Kein Problem. So schaut es jetzt aus und ja, so lassen wir ihn halt jetzt noch fertig ziehen. So, Freunde, wieder mal pünktlich zum Glockenschlag fertig. Wir haben eine Kerntemperatur von über 80 Grad. Ist zwar noch relativ blass, aber ich denke, das können wir heute als Versuchshähnchen durchgehen lassen. Wir werden das jetzt verspeisen. Ja, und hinterher gebe ich dann noch ein Komplettfazit ab und meine Meinung zum Sunflare. Gut. Gehen wir essen. So, Freunde, dann wollen wir noch zum Fazit kommen. Es war überwürzt. Sage ich ganz frei raus. Ich weiß nicht, ob ich die Kartoffeln oder das Hähnchen so überwürzt habe, aber es war einfach überwürzt. Die Kartoffeln waren überwürzt. Schatz sagt, Kartoffeln waren überwürzt. Aber vom Geschmack her war es gar nicht so verkehrt. Weil das Hähnchen war unterwürzt. Ja, okay. Wenn du das so sagst, dann wird es auch so sein. Stefan, du brauchst dich da hinten gar nicht so verstecken, man sieht dich trotzdem. Du darfst ruhig ein bisschen näher rutschen. Ja, das war mal jetzt das eine. Die Katzen randalieren. Das andere zum Sunflare. Hat nicht so ganz hingehauen, weil 75 Grad Kerntemperatur war mir persönlich jetzt einfach zu wenig fürs Hähnchen. Aber nichtsdestotrotz wird das Teil, das Gerät, der Sonnenofen wieder im Einsatz kommen. Spätestens wenn ich das nächste Mal draußen mit dabei bin beim Holzmachen. Dann machen wir ganz einfach bloß Würstchen mal warm. Mal gucken, wie das hinhaut, ob das ohne Probleme funktioniert. Und ansonsten, ich bleibe am Ball, ich experimentiere weiter mit dem Ding. Bei mir gefällt das irgendwie. Okay, das war's jetzt aber. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao.